schon wieder Slimes. So. Der hat doch hier irgendwie, hat er doch mal Dinge verkauft, oder? Hat er nicht mal Apple Sapling? Ich dachte, Speedgrow, ich dachte, der hat das Dingens verkauft, den, na, dieses komische Zeug, dass wir das, Dingens da machen können, da, das für die, für den Bienenstock. Offenbar aber nicht. Tomaten, Melonen, Radieschen, Spangle Seeds, das ist Dingens ein Plant, Producer Vibrant, Tropical Flute, Assorted Colors. Hop Starter, plant this in the summer, takes after the grow, but keeps producing after the grows on a trellis. So, eine Sekunde, ganz kurz husten. So, da bin ich wieder, Entschuldigung. Hops Starter. Was ist denn Hops Starter? Corn Seed, Melon Seed. Blaubeeren Seeds. Blaubeeren habe ich, glaube ich, auch ein paar eingepflanzt. Ich glaube, Blaubeeren ist, glaube ich, viel, viel besser, weil die kommen wieder. Die Melonen brauchen zwar länger. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, jetzt noch Blaubeeren anzupflanzen. Ich glaube, ich Blaubeeren von Anfang an pflanzen sollen, weil die kommen wieder. Die Melonen, die sind danach, sind die ja futsch. Und die Blaubeeren kommen wieder. Ich glaube, ich habe mir wieder einen Fehler gemacht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich glaube, das Zeug, was immer wieder kommt, gerade, ja, weil die kosten, die Blaubeeren kosten 80 Gold. Es war bisher zumindest immer so, dass wenn man irgendwas eingepflanzt hat, was wiederkommt, dass man da viel, viel mehr rausbekommt dann. Als man investiert hat. Von daher wären die Blaubeeren also geldtechnisch, glaube ich, besser gewesen. Aber naja, was soll's. Pflanzen wir nur Blaubeeren. Egal. Ist alles wild durcheinander. Ich muss mir echt mal einen besseren Plan dann machen künftig, wie ich das dann anbaue. Das geht so nicht. Ich kann da nicht alles wild durcheinander machen. Das ist doch echt, bescheuert. Nein, das will ich. Nein, das will ich gar nicht. Das hier will ich. Das will ich verbrennen. Hallo. Hier, schmelz. Achso, Eisen haben wir auch noch. So, haben wir das. Crafting. Crafting ist momentan so ein bisschen... Wir müssen, glaube ich, viel mehr craften noch. Also viel mehr unterschiedliche Sachen craften. Ich weiß gar nicht, ob ich den craften muss, damit ich bessere dann kriege. Könnte ich eigentlich. Weißt du was? Eigentlich können wir es mal probieren. Wir haben jetzt ein bisschen. Wir haben jetzt ein bisschen Kupfer, wir haben ein bisschen Eisen. Wir craften einfach mal ein. Iron Fence. Aha. Wir craften einfach mal einen so ein Dingens hier. Einen so ein Sprinkler. Und gucken uns den einfach mal an, was der da dann letztlich macht. Da ist er. So. Sieht unspektakulär aus. Ich lasse mich mal überraschen, was der da sprenkelt. In welchem Bereich. Einfach nur, damit wir es mal gemacht haben. Weil ich nicht weiß, ob wir den craften müssen, um was Besseres zu kriegen vielleicht. Das kann ich nicht sagen. Preserves Jar. Eigentlich müssten wir auch noch das hier machen. Recycling Machine. Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Was ist das? Gravel Pass. Place on the ground to create a pass or to spruce up your floors. Cobblestone Pass, Spade, Life Elixier. Ach so, braucht man ja ganz, ganz wenig. Crab Pot. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Cherry Bomb. Warrior Ring, Coal, Frozen Tier. Ach, davon die Frozen Tier ist dann gut, verstehe. Mayonnaise Maschine. Also wie gesagt, brauche ich erstmal Eier. Maple Syrup. Ich habe keine Ahnung, wo wir den herkriegen. Ich müsste aber vielleicht mal... Das vergesse ich immer. Weather Report, wie schaut's aus? It's going to be a beautiful sunny day tomorrow. Okay, im Sommer ist echt beschissen. Da ist nur Sonne. The spirits are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side.
Na, Glückwunsch. Blöde Spirits. Ja, den Mineral, Gunther, Blacksmith. Das kommt dahin, das kommt dahin. Huch. Nein. Nein. So, weg damit. Wie viel Uhr denn? 2.10 Uhr. Ich habe den ganzen Tag jetzt irgendwas gemacht, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Naja. Das ist toll. So. Auf jeden Fall muss ich das mit dem Fischen, glaube ich, das hat echt was gebracht, dass wenn man vorher ein bisschen fischen geht und sich dann Vorrat zusammen staucht? Zusammen sammelt, Entschuldigung. Dass man ein bisschen was dann rauskriegt sogar. Das ist, glaube ich, echt sinnvoll. Wir müssen, glaube ich, echt mal um die Leute, denen ihren Geburtstag kümmern. Da fällt mir an, ich kann das gar nicht zu Blacksmith bringen, weil ich kein Geld habe. Donate to Museum, was kann man donaten? Das Dingens hier und das Dingens hier. Ach du Schande. Das kann man alles voll machen hier, na Glückwunsch. Haben wir ja viel geschafft bisher. Achso, wir haben bloß eins, dann machen wir das einfach mal auf. Wenn wir nur eins haben, dann können wir es aufmachen. Zack, Process. Zack. Was ist denn das? Pyrite. Aha. Shop. Okay, wir können hier Gold und sowas kaufen. Brauche ich aber alles nicht. Upgrade Tools. Ja, okay. Dafür brauchen wir erstmal eine Trilliarde Gold. Was wir nicht haben. Wir haben nämlich genau genommen gar kein Gold mehr. Drei lächerliche Münzen haben wir gerade noch. Okay, wenn eine neue Belohnung. Collect Rewards, was haben wir hier? Singing Stone rings out with a pure tone when struck. Toll. Finde ich cool. Also, ist schon, ne? Das Spiel ist schon echt vielfältig, das muss man sagen. Da hat man sich echt Mühe gegeben. So, der Hase rennt mal wieder weg. Palmen. Toll. Das ist eine neue Quest. Laufen wir gleich mal dran vorbei. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Wobei, machen wir erstmal die... Nee, warte mal. Wir bringen erstmal das Dingens jetzt hier weg, dass wir da ein bisschen Platz haben. Die Steinschleute. Require Stones for Ammo. Du musst erstmal so kleine Steine erstmal craften, oder? So, das tun wir da rein, den Singing Stone. Oh. Irgendwie cool. So, dann haben wir jetzt einen Haufen Fisch und dann gehen wir jetzt... Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach... Mir jetzt völlig egal, ich brauche jetzt Lehm. Ich will jetzt irgendwie Lehm kriegen. Das kann nicht sein. Es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich Lehm. Ah, Lehm. So. So. Bitte noch ein Bröckchen Lehm, das wäre super. Dann kann ich mich morgen gleich das Dingens kaufen dann. Das Silo. Dann müssen wir uns mal Gedanken drüber machen, wo wir Tiere herkriegen. Die brauchen wir auch noch. Ah, ein Fest. So. Das funktioniert alles super hier. Wir finden ultra viel Lehm gerade, muss ich echt sagen. Wir finden sau viel Lehm. Respekt. Ich kann mich vor lauter Lehm, kann ich mich gerade ehrlich gesagt gar nicht retten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Lehm in die Hände hatte. Das ist, ja. Ich grabe hier einfach jetzt mal den ganzen Garten um, ne? Ich grabe... Ja, Lehm. Juhu.
Hat die nur 30.000 Jahre gedauert? So, wir brauchen nur 10. Wir brauchen nur 10 Leben und es hat ewig gedauert. Ich bin echt gespannt, wenn wir Gebäude haben, wo wir vielleicht noch mehr Leben brauchen, weiß ich gar nicht. Das wäre mega lustig. Ich brauche dafür, glaube ich, noch Iron Bars, ne? Habe ich da noch? Copper Bars meine ich, Entschuldigung. 7 Uhr. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen fischen. Ich nehme die restliche Energie, nehme ich noch mit und gehe ein bisschen fischen. Vielleicht finden wir noch was Tolles, vielleicht kriegen wir einen tollen Schatz. Mal schauen. Einfach nur, dass wir die Zeit optimal nutzen. Ach so, das war das mit den Monstern. Hallo, Abigail. The air is so sick with honey and nectar all summer. I almost feel dizzy. Dizzy? Dizzy heißt doch irgendwie benebelt, oder nicht? Benommen. Genau, benommen heißt das, glaube ich. Okay, sie mag also kein Nektar und kein Honig. Das ist irgendwie doof. toll. Ich habe zu früh gedrückt. Ich habe das Blubbern gehört und dachte, ah, ich muss drücken und habe einfach gedrückt. Ja. Sollte man nicht machen. Jetzt muss ich drücken. Was? Schon wieder so ein Kamikaze-Fisch hier. Ich bin froh, wenn ich den erwische. Ein Pike nur. Toll. Ich dachte, wunders, was das jetzt für ein Fisch ist, der da rauskommt. So. 8.30 Uhr, okay. Zack. Nein. Nein, verdammt. Krieg ich eigentlich den... Ah, okay. Ich krieg den Schatz dann auch nicht. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Fisch fangen, damit ich auch den Schatz kriege. Blöd. Es war blöd getimt, weil er unten war und ist dann gesprungen. Ja. Ich frage mich, wie ich da hinten hinkomme. Das blubbert hier immer so hier hinten. Ne? Hier links am Bildschirmrand, da blubbert es immer so. Ich weiß gar nicht, ob da dann bessere Fische sind oder irgendwas. Weiß ich gar nicht. Das ist so ein Sunshine-Fisch hier. Oh, gar nicht mal. Hätte ich jetzt gedacht, dass es so ein Sunshine-Fisch ist, weil er so einfach zu fangen ging. So. Na komm. Na komm. Zack. Wieder so ein hässlicher Kamikaze-Fisch. Ha, erwischt. Ein Pike. Okay, die Pikes sind tatsächlich ein bisschen stärker, bisschen schwieriger zu fangen. Die sind aggressiver ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob das... Oh. Nicht ruckeln. Ich weiß gar nicht, ob das besser wird, wenn man... wenn man einen besseren Fishing-Skill hat. Ob das dann einfacher wird oder... Kann ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, überhaupt nicht, was es eigentlich bringt, den Fishing-Skill zu optimieren. Habe ich eigentlich gegossen? Ja, ne? Habe ich... Jetzt mal ganz blöd. Habe ich gegossen? Ich weiß es... Ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, wo mir das einfällt, aber habe ich gegossen? Offensichtlich habe ich gegossen. Okay. Ich war mir gerade echt nicht sicher, ob ich die Pflanzen gegossen habe. Ist nicht so geil. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Level 6 Fishing Rod, plus 1 Fishing Rod Proficiency, New Crafting Recipe, Spinner, New Crafting Recipe, Trap Bopper. So. Okay, jetzt möchte ich mal ganz kurz was wissen. Okay, für eine Hot Pepper kriegen wir 44 Gold, für 3 Jellies kriegen wir 390 Gold. Das heißt, wir kriegen 130 Gold, das heißt, wir kriegen... Über das Vierfache raus. Kann das sein? Ne, das Dreifache. Wir kriegen das Dreifache raus. Okay. Ich mach mehr Einmachdinger. Ich mach das ganze Zeug einfach ein. Melonen!
Ach nee, ist noch nicht reif. Verdammt, ich dachte, die Melonen sind reif. Okay, diesen bewässert hier. Also der bewässert nur genau das. Das ist, naja. Tomorrow we're all gathering at the beach for the annual Pelican Town Low. The highlight of the event is the communal potluck. Make sure you bring something good to contribute. The governor himself is attending the event, so make sure you're on your best behavior. Come to the beach sometime between 9 a.m. and 2 p.m. Major Lewis. Potluck, was ist denn Potluck? Was ist denn Potluck? Ich habe keine Ahnung, was Potluck ist. So. Gießen. Okay, ich brauche jeden. Ich muss alles einmachen. Ich glaube, wenn wir es einmachen, wir kriegen viel, viel mehr Geld, wenn wir das Ganze einmachen. Es dauert zwar ein bisschen. Also es dauert zwar länger, bis wir dann Kohle zurückkriegen, weil natürlich das Ganze dann auch ein paar Tage einmacht. Aber ich glaube, dass es sich lohnt. Wir machen viel Marmelade. Und wenn man dann ein bisschen was hat, dann sollte es auch schneller gehen. So, wie schaut's aus? Okay, das Ding jetzt hier ist zumindest bewässert. Das finde ich gut. Also er macht tatsächlich nur diesen Umkreis hier, also das hier um ihn herum. Das macht er ist ein bisschen, ja, finde ich jetzt nicht so geil. Also geil schon, aber ist ein bisschen, dafür, dass es so viel kostet, ist da ein bisschen Optimierungsbedarf noch. Also ich hoffe mal, dass es ein bisschen besser wird noch. Oh, Tomaten, die sind schon grün langsam, die Tomaten. Das heißt, da dürften bald Tomaten wachsen. Juhu. So. Lalala, so. Halt. Die Katze kriegt auch noch was zu trinken. Hätte ich fast vergessen, die Katze. Zack. So. So, die tun wir weg. Dann brauchen wir Kohle. Was brauchen wir dafür? 50 Wut und 40 Steine. Ach du Schande, ist das teuer. Okay, dann machen wir was anders. So, Holz tun wir mal weg. Wo war denn jetzt die Chilischoten Hot Pepper? Bringt das eigentlich eine bessere Marmelade, wenn wir die hier verarbeiten? Ich probiere das mal mit einer. Weil ich wissen will, ob es da dann auch eine bessere Marmelade rausgibt, wenn wir da bessere Sachen. Nein, wenn wir da bessere Sachen mit verbauen. Und dann brauchen wir echt viel, viel mehr von den Dingern, dass wir viel mehr Marmelade machen können. Das Ding jetzt hier futter ich jetzt einfach mal. Zack. Dann kriegen wir ein bisschen Energie zurück. Zack. So. Das Holz haben wir da drin. Das passt. So, dann bauen wir uns endlich mal das Silo. Ich bin ja gespannt, was dann Tiere kosten. Weil die werden wir uns ja auch kaufen müssen dann. Aber erstmal brauchen wir ein Silo. Wir müssen uns erstmal ein Silo bauen lassen. So, da ist nichts Neues. Ich würde dann sowieso, wir haben jetzt 9.50 Uhr, ich würde dann den ganzen Tag in der Mine verbringen wollen. Einfach, dass wir weiter runterkommen, dass wir noch ein paar Rohstoffe sammeln. Ja, so viel Platz haben wir auch nicht, aber wir futtern ja auch ein bisschen was dann. Einfach mal, dass wir da weiter runterkommen. Wäre cool. So. Hallo. Construct Farm Buildings. Silo. 5 Copperbar, 10 Clay. Haben wir. Build. Demolish Buildings. Build. So, wo kann ich das denn hinbauen eigentlich? Beziehungsweise, wo macht es denn Sinn, das hinzubauen? Ich weiß es gar nicht. Baue ich das jetzt hier dran einfach dann? Oder wie mache ich das? Ich bin mir echt nicht sicher. Baue ich das jetzt hier dran oder kann ich das irgendwo hinbauen? Ich
kann das, glaube ich, irgendwo hinbauen. Ne? Das ist vollkommen egal. Achso, weil ich jetzt die ganzen Felder gemacht habe, kann ich hier natürlich nichts hinbauen. Das ist doof.